willkommen zurück zu Deus Ex. Auf dem Weg, weiß nicht, nach draußen, nach unten, irgendwie sowas. In die U-Boot-Basis, jedenfalls. Um Bauteile für den Universalkonstruktor zu finden. Um die, das Heilmittel herzustellen. Ah! Nö. Übrigens, danke für den Tipp, auf den Kopf zu zielen, aber das wusste ich schon. Ist da oben irgendwas? Keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich jetzt durchs Wasser nach unten schwimmen können, aber ich glaube, das hier ist die geschicktere Lösung. Und ich fühle mich gerade ein bisschen wie in Bioshock. Die URV-Bay ist in diesem Modul. Du kannst nicht von mir hören. Not sure if a microwave transmission can reach the ocean lab. We'll find out. Ich will jetzt mal kurz eine Sache testen noch, nämlich das da. Was gibt's denn hier in diesem Schacht unter dem Fahrstuhl? Okay, scheinbar nicht allzu viel. Ich hoffe mal, ich habe es nicht versaut dadurch, dass ich den nicht mehr zurückholen kann. Aber wahrscheinlich schon, also also lade ich nochmal. Interessant, dass es funktioniert, aber der Nutzen dürfte sich wahrscheinlich in Grenzen halten. Wow, eine Kamera. Wie komme ich jetzt an der vorbei? Drei Tools. Weißt du was? Nö, ist mir zu blöd. Ich schalte sie einfach. Jetzt sieht sie mich nicht mehr. Gut. Ich schalte die einfach von hier aus aus. Security-Zugangscode habe ich, glaube ich, nicht, nur für den Computer. Aber ich kann hier hacken. Und ja, hacken ist ziemlich stark. Genau, das hier in der Mitte ist meine Kamera. Ich dachte eigentlich, ich hätte die Pistole schallgedämpft. Weil sonst hätte ich ja vorhin den Schalldämpfer verpasst. Hello? Tschüss. Oh, Half-Life. Da kann man hochklettern, aber keine Ahnung, was es bringen soll. Und ich fleisch schon wieder viel zu viel. Ich bin noch gar nicht Zwergesel. Das hier ist Ambrosia. Das hier könnte vielleicht der böse Stoff sein. Der Virus. Da oben sind auf jeden Fall Gegner. Ich würde es gerne sprengen. You must be Denton. How? I've been in contact with Dr. Savage. If you want to take one of the mini-subs, you'll have to open the sub-bay doors. Use the security terminal, login tech, password Sharkman. Thanks. Be discreet about it. It's important to X-51 that I keep my position here. Genau, ich wollte gerade sagen, we don't have time for chit-chat. Ich würde es gerne sprechen, aber ich will natürlich nicht die Wissenschaftler hier opfern. That's him. Na komm. Na komm. Geht doch. Siehst du? Du hast immerhin überlebt. That's him. Kann man von deinem Kollegen nicht so sagen. Ah, diese K.O.-Pfeile, die wirken viel zu langsam, meiner Meinung nach. Die müssen schneller sein. Und ja, ich benutze mal ein Medipack wieder. Ich glaube, es ist sinnvoll, die nicht komplett voll zu haben, weil gelegentlich finde ich ja noch welche. Dann kann ich damit noch ein bisschen meine Bioenergiereserven schonen. Apropos Bioenergie, achso. Okay. URV. Ja, Tech Sharkman. Kenne ich schon. Was haben wir da? Keine Ahnung. Wow, das ist ja lustig. Tech Sharkman. Aha. Kamera aus, Tür entriegelt, Tür offen. Kamera aus. Hast du irgendwas zu erzählen? I'm unarmed. I'm unarmed. Ja, ist doch okay. Du bist Wissenschaftler, ich will dir nichts tun. Hau mal hier kurz ab, ich will das mal in die Luft jagen. Oder haben mich da jetzt gerade Gegner... Natürlich. Natürlich haben die mich gesehen. Okay, das war jetzt aber der letzte immerhin. Diese Stühle sind im Weg.
So, ich habe doch hier ein Passwort. Das benutze ich doch jetzt einfach mal. Jetzt ist er von mir gerufen, im Labyrinth hinter dem Chateau, und warten Sie auf Anweisung von Morgan Everett. Was? Ey, Pinkerton Antennapedia. Ich glaube, das Antennapedia kann ich mir sogar besser merken in dem Fall. Deshalb kopiere ich mal den Benutzernamen. Von Walton Simons an A. Pinkerton. Warte, das. Ja, ja, bla bla. Und Hilfe. Okay. Und was gibt's hier? Okay, genau das gleiche. Hast du irgendwas zu sagen? I'm unarmed. Ja, das sehe ich doch. Ich habe doch nicht vor, Wissenschaftler zu töten. Oder auch nur anzugreifen. Wozu denn? So, wow, ein U-Boot. Ist ja noch irgendwo Gegner oder so? Ah, da hinten ein Techniker. Der ist aber wahrscheinlich kein Gegner. Vielleicht ist er Amerikaner. Mind if I borrow one of the subs? Not the one on the right. I am replacing the rudders. Then I'll take the other one. You must have authorization. I need some equipment from the ocean lab. Lives depend on it. Has to appropriate authority for a security login to open the sub bay doors. If you don't know what that means, you don't belong in here and should leave immediately. Erstens, nein, ich brauche keine Genehmigung. Die Türen sind schon offen. Und zweitens, du stinkst. So. Will mich da einfach von abhalten, die Welt zu retten. Geht doch gar nicht. Was war das? Tech Sharkman. Genau. Aus. Ein Riegel offen. Wunderbärchen. Kann ich jetzt das hier benutzen? Nein, kann ich nicht. War irgendwie klar. Dann nehme ich mir halt eben dieses hier. Oh, schade. Ich dachte, ich kann das jetzt steuern. Menü. Das wäre echt spaßig gewesen. Letzter Wille, und was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Von Thomas Mann, okay. Tierkadaver. Look out the window to the northeast. The building with the green beacon is the crew module. It should contain a lift that goes down to the manufacturing level. Careful, Jesse. The Ocean Lab's electrical systems are waterlogged in this fire. Turrets and security systems won't behave like you expect. And the transgenics have probably sprung their cages. Ich muss nach Nordosten. Gut. Ich frage mich gerade, ob ich eine Karte habe von diesem Unterwasserlabor. Ich schaue gleich mal. Ich habe mal wieder direkt am Anfang der Mission einfach keinen Blick in meine Unterlagen geworfen, sondern bin einfach drauf losgerannt. Griesel-Labor. Ja, da hat man es gerade gesehen, dass einige Griesels frei rumlaufen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich rüberschwimmen, aber ich würde gerne den Landweg nehmen. Einfach um hier noch ein bisschen zu erforschen und Dinge zu finden. Gibt es hier noch irgendwas? Vielleicht da drunter einen Geheimgang oder so? Na, komm schon. Na, komm schon. Noch ein bisschen. So ist gut. Nö, da ist nichts. Uah! Bin ich da drüber gestolpert? Hä? Keine Ahnung. Interessant. Ob das wohl diese genmutierten Viecher sind? Es hat mich gesehen. Es hat mich gesehen. It's alive. Gut, hier kriege ich wahrscheinlich nur einen Blick auf die andere Seite, nehme ich an. Hey, ich sagte öffnen. Ja. Da komme ich auch nicht hoch. Ich kann wahrscheinlich hochspringen, aber hey, warum? Ich kann doch einfach hochlaufen. Hey. Okay, die sieht mich nicht. Ist ja lustig. Hey,
Crampler-Granate, Sturmgewehr. Nö. Das ist mir zu blöd. Ich kämpfe jetzt nicht gegen das Viech. 50, 60, 68, ja, komm. Das ist fast ein ganzes Minikit. 67 natürlich. Aber hey, was soll's. Hier brennt es überall. Hm? Ich sehe jetzt zwar noch keinen Brand, aber okay. Merke ich mir einfach mal. Vielleicht dahinter. Vielleicht ist die Tür deswegen verriegelt oder versiegelt, weil es dahinter brennt oder gebrannt hat. Könnte ja sein. Also weiter nach oben. Ja, ist okay. Ich wundere mich, warum der Ding, der Page gerade gesagt hat, dass ich ihm den Weg zeigen soll. Was? Warum? Warum haben die mich gerade... Was? Das funktioniert nicht. Das ging doch noch vorhin. Oder habe ich jetzt was verpennt? Habe ich jetzt was verwechselt? Das kann natürlich sein. Ich kann ja hacken. Was soll's? Aus. Aus. Und aus. Dankeschön. Ey! Warum greift ihr mich an? Da ist kein Alarm. Das ist wahrscheinlich dieses komische Verhalten, wovor ich gewarnt wurde. Der Sicherheitselektronik und so. Naja, was soll's. Ich wurde ja immerhin nur leicht getroffen. Dann esse ich halt einen Schokoriegel. Yeah! Versiegelt. Was hat die Dame für mich? Nichts. Eine Leiche oder ein Körper? Leiche. Hier geht's weiter. Ah ja, okay. Hier geht's weiter. Gut. Dann will ich da mal eben kurz reinschauen in den Computer. Ich dachte mir, die Tür wäre vielleicht auch versiegelt. Wollte das mal feststellen, damit ich den Computer hier Sätze hacken kann, bevor ich wieder zurückgehe und vielleicht auch schwimmen muss. Aber nein! Geschützfehlfunktion. Ding reagiert auf keine Eingabe. Funktioniert einfach nicht. Die Stunde der Illuminaten naht. Na dann, wenn ihr meint. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, um das komplett zu lesen. Aber ihr könnt das ja tun. Mir dann vielleicht einen Kommentar schreiben, was drin stand. Wenn es was Wichtiges oder Nützliches war. Griesel-Labor. Okay, ist das hier? Nein. Ganz schön leer und verlassen, ne? Feuerlöscher brauche ich nicht. Hey, ich will da hoch. Könnte noch was Wertvolles oder Nützliches liegen. Sieht nichts aus. Sojanahrung. Habe ich denn wieder Schaden gekriegt? Ja, war ja klar. Gut. Dann, peppel ich mich hier mal wieder ein bisschen auf. Mit so Essen und so. Ansonsten gibt es doch hier... Achso, doch. Ein Multitool. Und ein Dietrich. Yeah! Dann heile ich mich da noch ein bisschen. So, da drüben? Ja, genau, da komme ich leider nicht rein. Aber... die Tür ist nicht sprengbar. Ah, okay. Dafür war der... Wow! Boah, drei Schüsse. Drei Schüsse halten die Viecher aus. Die können ja was. Wenn er doch ständig diese Brechstangen kriegt. Der hatte leider nichts Nützliches dabei. Gibt's ja noch einen von denen? Ja. Na komm her. Hä? Macht die weniger Schaden als die Pistole? Oder liegt es daran, dass ich Pistole gemaxt habe und Gewehr noch nicht? Hm, vielleicht. Ah, das sind die Käfige von denen, ne? Kann da auch tatsächlich rein.
Und, ah ja, okay, man kann hier auch rausklettern. Ich habe mich gerade gefragt, wie man da wieder rauskommen soll ohne Superspeed. Weil ich habe das ja und könnte da raushüpfen. Aber der Zwergesel zum Beispiel hat das ja nicht. Aber es scheint wohl so, dass die Wände Leitern oder so sind. Zumindest verhält es sich so. Das heißt, man kann da einfach wieder rausklettern. So, hier gibt es irgendwie nichts. Nö, ne? Hey, wie gefälligst kaputt? Geht doch. Hey. Dieses blöde Vieh hat mich vergiftet. Komm, Jesse, hier hoch mit dir. Und das Gift auskurieren. Ah, vergiftet mich das einfach. Ja, diese blöden Viecher, die spucken mit diesem Gift um sich. Das ist einfach blöd. Hier ist wieder so ein hydroponischer Tisch, der lustigerweise auch unter Wasser einen Wasserfluss hat und anzeigt. Das funktioniert nicht. Drei Tools. Nö, dann gehe ich erstmal in die andere Richtung. Ich sollte hier die Armbrust in der Hand behalten. Weil die Schusswaffen ja nicht funktionieren unter Wasser. So. Ich kann da hoch, oder? Ich kann doch da rüber. Ah, gerade so. Aber was bringt mir das? Ich kriege auch keinen Schaden, wenn ich hingehe. Keine Ahnung. Ah, da drüben ist was. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Und vor allem, was ist das? Lohnt es sich, jetzt mir den Stress zu machen? Wo genau habe ich da was gesehen? Ich bin doch blöd. Da ist ja gar nichts. Ah! Ich kann dich auch vergiften. Wirkt es bald? Warum wirkt es nicht? Ja, geht doch. Ja, man kann diese Viecher also auch K.O. machen. Mit den K.O.-Pfeilen. Aber es dauert eine Weile. Meine Güte. Ist irgendwas dabei? Eine Biozelle. Danke. Kann ich unter Wasser oder beim Schwimmen leichen? Ja, kann ich. Oh, noch einer. Komm mit der Pistole. Komm schon. Mit der Pistole. Geh hier hoch. Da kannst du richtig schießen. So, jetzt aber, ey. Was? Noch einer? Nee, ne? Verdammt. So viel zum sparsamen Umgang mit den Reserven. Nichts, Nordosten ist dort. Das heißt, ich muss wahrscheinlich da durch. Ah, was hat der denn? Daffenkubus. 5690. Tunnelcode. Okay. Ja, 5690. Merke ich mir. Aber ich würde mich jetzt gerne hier hinten noch ein bisschen umschauen. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Oder Moment, ist der. Ah ne, der Tunnel führt ja Richtung Norden. Das ist wahrscheinlich der Tunnel, durch den ich durch muss. Gut, das heißt, ich werde jetzt mich hier hinten erstmal umschauen. Dann am Schluss durch den Tunnel durchgehen. Ah, oder habe ich mich getäuscht? Hier könnte es auch weitergehen. Allerdings halt unter Wasser. Und das ist ja was, was ich. Hallo? Ja, unter Wasser wollte ich nicht weitermachen, weil ich kein besonders guter Schwimmer bin.
Wo ist Nordosten? Da ist Nordosten. Ja, da führt der Tunnel hin. Ich nehme den Tunnel. Ja. Hey, 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 hey. Hoch, hoch, hoch. So ist gut. Luft. Puh, Luft. Okay, jetzt habe ich noch diese eine Tür. Da hinten. Da vorne. Hinten, vorne, vorne, hinten. Ja, das ist. Die Tür ist jetzt vor mir. Aber hinter der Leiche, aus meiner Sicht. Das ist ein bisschen komisch. Die Sprache ist da ein bisschen seltsam. Gut. Ich werfe jetzt nochmal einen Blick kurz da rein. Wow. Wenn es da nichts Vernünftiges gibt, dann, werde ich einfach wieder laden. Was ist das denn? Einfach nur eine Kiste? Oh, ein Medikit, okay, aber für drei Dietriche, nee, das sind mir drei Dietriche einfach nicht wert. Nö, das sehe ich nicht ein. Kann ich mit Superspeed eigentlich schneller schwimmen? Nein, schade. Gut. Dann wissen wir jetzt ja, wo es weitergeht. Nämlich da. Und zwar wird das dann in der nächsten Folge sein, weil die jetzt auch schon wieder zu lang ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.